Wenn sie Krieg führen, wenn sie wirtschaftliche Not erzwingen, dann werden Menschen fliehen. Sie werden keine Perspektive sehen. Ob sie jetzt von Idlib fliehen oder von Rojava fliehen oder von woanders fliehen, sie fliehen. Und wenn wir das anhalten wollen, dann müssen wir wirklich dorthin, wo die Fluchtursache ist, in Syrien selbst, nicht nur in der Türkei, in Syrien selbst, und diese Fluchtursachen dort bekämpfen. Aber nochmal auch ein Punkt, man muss natürlich auch klar machen, dass man eben ein europäisches Asylsystem braucht, das nicht eben sich abhängig macht von anderen Staaten und Despotien und Autokratien, sondern eben souverän entscheiden kann. Und das haben wir leider nicht. Das hat man nicht gemacht in den letzten Jahren. Und wenn jetzt Herr Innenminister Seehofer sagt, wir warten auf eine europäische Lösung, das Problem auf den griechischen Inseln, besonders mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, das ist nicht ein akutes Problem, sondern seit Monaten. Und seit Monaten werden die Leute hingehalten, auch Griechenland wird hingehalten, weil man sagt, wir wollen eine europäische Lösung. Dabei könnte man das durch eine Koalition der Willigen machen oder auch durch die fast 150 Kommunen, die in Deutschland sich hilfsbereit erklärt haben und gesagt haben, wir sind bereit, die Kinder, die besonders schutzbedürftig Menschen, wo die EU auch nach internationalem Recht sofort handeln muss, auch zu helfen und aufzunehmen.